Und Hallihallöle beim Two Gamers Channel. Ich hoffe, ihr hört's. Es ist Slender. Wir spielen heute Slender. Alex, willst du noch was dazu sagen? Slender. Was Slender so ist? Ein Mythos. Also ich muss dazu sagen, ich spiele jetzt blind. Alex hat schon mal ein paar Videos angeguckt. Naja, okay, wir haben uns ja nicht vorgestellt. Das war jetzt der Christoph, ich bin der Alex, hallo vom Two Gamers. Ihr kennt uns ja eigentlich schon so von der Stimme. Aber nicht vom Aussehen. Und wir sind bewaffnet mit einer Taschenlampe in dunklen Wald, wie es aussieht morgens. Und suchen nach Papier. Nach Notizen und wir werden verfolgt. Erst wenn wir die erste Notiz haben. Weiß ich nicht. Ich weiß es. Alex wird's wissen, genau. Und wenn du so ein Flackern vor deinem Bildschirm siehst, zieht er dich an. Echt? Dann fasst er dich vielleicht so noch an. Alter, mach mir keine Angst hier. Ich hab keine Angst. Ich hab keine Lust da drauf, Alter. Ich hab so keine Lust drauf. Warte mal, wenn wir eine Taschenlampe ausmachen, findet er uns vielleicht nicht so unbedingt. Das Einzige, was hier an ist, ist dein Bildschirm und die Lampe, die zur Helligkeit dient. Für die Webcam. Da ist ein Haus. Da musst du reingucken, da ist manchmal eine Seite. Oh, ich dachte, da vorne steht jetzt irgendwas drin. Noch nicht. Ja, genau. Oh, okay. Wenn man rennt, geht die Taschenlampe runter. Du darfst dein Haus da aber nicht verbrauchen. Und deine Batterie. Wieso? Die lädt sich doch immer wieder neu auf, oder? Weiß ich nicht. Ich hab da keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich spiel's blind. Also darum werde ich wahrscheinlich gleich mehr rumheulen als Alex. Das glaubst auch nur du. Wieso? Du weißt doch, was alles passiert. Ja, wenn du Videos anguckst, dann ist man schreckhaft. Oh, ich dachte, da ist jetzt was. Das ist ein Mädchen. Alex? Ja, ich weiß schon. Ich mach dir Angst. Weil da Bilder sind. Oh, Leute, ey. Was wir für unsere Abonnenten tun, Alter. Was wir für unsere Abonnenten tun, Leute. Das ist krass, als ich denke. Für euch. Boah, das ist ja dunkel und da draußen sind irgendwelche Tanks. Ein umgefallener Stuhl. Diese einzigartigen Reflexe. Guck niemals hinter dir. Wieso? Außer wenn du rückwärts gehen musst. Hä? Verwirr mich nicht. Lass es einfach. Erklär es mir nicht. Einfach nicht nach hinten. Wenn ich will das. Ich will das Spiel eigentlich gar nicht spielen, Leute. Ich wurde brutal davon von ein paar Schlägertypen von Alex dazu. Ja, sicher. Das war deine Entscheidung. Ich will das doch gar nicht. Ja, ich auch nicht. Aber ich will auch gar nicht. Ich will das Spiel eigentlich gleich schon wieder beenden. Wir haben noch nicht mal eine Zelle gefunden. Wir machen mal die Taschenlampe aus, auch wenn ich so gut wie gar nichts sehe. Das ist eine Betonröhre. Ist das ein Bunker oder sowas? Das ist einfach eine Röhre. Das ist eine Röhre. Da kann auch ein Zettel sein. Echt? Also so eine wichtigen Sachen wie Gebäude, riesengroße Bäume und Röhre. Abendzettel. Ich hab jedes Mal, wenn ich die Taschenlampe anmache, habe ich Angst, dass der da dahinter steht. Den siehst du schon, der hat eine weiße Maske. Hoffen wir mal, dass du den siehst. Wie sieht der eigentlich aus? Schwarzer Anzug, rote Krawatte, weiße Maske. Organisierter Pädophile. Alter. Wie groß ist das Vieh? 2,50 Meter. Okay, lass es, wir reden jetzt einfach nicht mehr darüber. Wir reden mal über Spiel. Ich muss mich jetzt gerade mal ein bisschen ablenken. Also, Slender ist ein Indie-Game. Ich weiß jetzt nicht sonderlich viel drüber, weil ich blind spiele. Alex weiß da eigentlich ein bisschen mehr drüber. Also, ist auf jeden Fall ein Indie-Game und wir sind halt hier in einem dunklen Wald. Nachts. Und suchen Anscheinend Zettelchen. Ist es nebelig. Wir suchen Zettelchen und wir wissen nicht, was uns verfolgt. Irgendwas Gruseliges. Ich traue mich nicht wirklich, die Taschenlampe auszumachen. Ja, wenn der Bildschirm flackert, dann mach die Taschenlampe aus und renn. Okay. Vielleicht entkommst du ja. Und ich hab Schiss. Ich will diesem Arsch. Da ist eine Mauer. Da kann auch Telefon sein, wie gesagt. Wichtige Sache. Meine Frage zur Story ist immer noch: Was machen wir nachts im Wald?
Und warum suchen wir jetzt Teddy hier? Okay, die Frage, was ist geklärt? Wir sind Pädophilenjäger. Nur haben wir, jagt der Pädophile halt uns. Das ist ja wieder. Ja! Da ist ein Zettel. Zettel, jetzt geht's los. Can't one. Oh, was ist das für eine Musik, Alter? Es geht los. Er ist da. Das ist Zaun. Ist das auch ein Gebäude? Nee, das ist eine Absperrung. Du kommst hier nicht raus. Scheiße. Kacke. Kacke. Ich hasse gerade eine Bütze. Ich will die nicht ausmachen und ich will sie nicht anmachen. Nein, nein, nicht umgucken. Einfach nicht umgucken und den Zaun entlang. Dann kann er schon mal nicht von links kommen. Oder steht er auch neben den Zaun? Nein. Nein, zum Glück nicht. Sonst würde ich mir jetzt in die Hose kacken. Alter. Womit man eigentlich so einfach so einen Horror-Effekt erzielen kann, ja? Einfach nachts im Wald, es ist scheiße dunkel, man hat eine Taschenlampe und keine Bewaffnung. Und irgendein Irrer verfolgt einen. Amnesia. Nee, Amnesia ist da noch nicht so ganz, nicht ganz so schlimm. Du hast aber keine Waffe. Da sind große Felsen. Oh. Bei Amnesia kann sich wenigstens noch verschanzen. Ich weiß nicht, wie hier ist, wie das hier ist. Hier hast du doch gar nichts, was du irgendwie bewegen kannst. Ja, stimmt. Aber nicht, dass der jetzt hier hintersteht. Ja. Da ist noch ein Zettel. Always watch it, no eyes. Lauf, einfach laufen. Okay, ich lauf schon. Also, er sieht uns immer, aber er hat keine Augen. Ich schwitze. Tue ich auch, aber es ist warm. Was tanzt? Da hat Kronk mal ein CD von. Ach, Kronk hat das Spiel auch gespielt? Ja, von dem habe ich es ja geguckt. Und, wie hat das Kronk gemacht? Sehr erschreckend. Und dann irgendwann witzig. Aber wenn ich jetzt mal gerade so denke, also wenn der Typ so groß ist und das sieht ja aus wie so ein Enderman bestimmt, oder? Ja, like a Enderman. Echt? Ja. Okay. Bis auf die weiße Maske und die rote Krawatte, ja. Nicht, dass ich jetzt hier rumgehe und der steht da. Boah. Was ich nicht für euch tue, ihr geilen Abonnenten. Was ich nicht für euch tue oder was wir nicht für euch tun. Ich weiß nicht, ob es Alex momentan so gruselig findet. Ja. Also hätte ich gezockt, hätte ich jetzt schon Ton aufgemutet. Ton auf. Muten wollen wir nicht. Also. Ja, und wir machen das erste Mal übrigens mit Facecam, Leute. Ich muss jetzt einfach mal von dem Spiel wegkommen hier irgendwie gedanklich. Wir spielen das erste Mal mit Facecam, weil es so ein Horrorgame ist. Ja, und das werden wir vielleicht so mit weiteren richtig, richtig extrem Horror-Games machen. Also Dead Space, kennt ihr, ist nicht unbedingt so ein Horror-Game. Und Dead Space ist hier ein Scheißdreck gegen. Also sag ich jetzt schon, ich habe das Vieh noch nicht mal gesehen. Und das ist eigentlich auch die Sache. Du siehst das Vieh nicht. Oder ich hab's zumindest bis jetzt noch nicht gesehen. Und das macht halt auch diesen Horror aus. Du weißt nicht, was dir bevorsteht. Wie, ob das übelst eklig ist oder übelst, keine Ahnung was. Ist nicht eklig. Sieht wie ein zivilisierter Mensch aus mit Maske. Ah, stimmt ja. Wir haben ja schon von Pedos. Seit wann sind Pedos zivil? Seit wann sehen die so zivil aus? Zivilisiert. Ich kenne Pedo. Ich kenne Pedos nur aus so einem Film so mit so einem mit so einer langen Jacke, wo die sich. Oh Gott sei Dank. Nein, da sind manchmal auch Zettel. Da klebt ein Zettel dran. Tatsächlich. Oh. Aufpassen. Ich guck mich jetzt nicht um. Auch nicht. Follows. Ah, schnell weg. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ich sehe jetzt eigentlich gerade so gut wie gar nichts. Aber ich glaube das. Was? Und ich würde jetzt am liebsten ein bisschen leiser machen. Ich würde es tun. Warum? Was ist denn los? Was? Genau. Ich sehe auch gerade so gut wie gar nicht, wo wir hinlaufen. Tut mir leid, wenn ich auch hier gerade ein bisschen leise rede. Wir haben das Mikro hier unten. Scheiße. Mach mal bitte. Naja.
nehmen das Facecam gerade mit einem anderen PC auf. Ich will gar nicht mehr raus, Alter. Scheiße. Also wir können das schnell zu Ende bringen und du lässt dich killen? Nee, das mache ich nicht. Ich bin keine feige Sau. Ich hab Schiss vor dem Vieh, aber ich bin keine feige Sau und lauf dem jetzt in die Arme. Hey, obwohl ich es gerne machen würde. Ich stehe das für meine Leute durch. Scheiße. Und das wirst du auch machen. Leider. Er zockt dann Sinatorium. Das ist anscheinend eine Abwandlung. Das hat er mir mal erzählt. Das soll angeblich nicht im Wald sein, sondern in einer Stadt oder sowas, oder? Nee, in einem Gebäude. In einem riesengroßen Gebäude. Mit Eiscreme. Ja. Ernsthaft jetzt? Ja, da ist ein Eiscreme-Stand. Boah. Jetzt höre ich's auch. Hört halt jetzt dieses... Ich will nicht weiter. Nicht, dass der jetzt um eine nächste Ecke... Nein, wenn er 2,50 Meter groß ist, wird knapp. Na, nach dem dritten und vierten Zettel sollte er irgendwann da reinpassen. Was? Denk ich. Klar ist es nicht. Da ist ein Schatten. Da war ein Schatten, glaube ich. Oder war das Nebel, der da durchgezogen ist? Ich glaube, das war Nebel. Hoffen wir, dass es ist. Bitte lass das ein Grafikfehler gewesen sein. Wenn ihr das gesehen habt, als er mit der Taschenlampe da rechts an der Ecke geleuchtet hat, das ist nur der Stuhl. Da war vorher ein... Ich will hier nicht um die Ecke gehen, ich will hier nicht... Oh, wir haben uns so dämlich verschanzt hier. Wir kommen da nicht mehr raus. Der kriegt uns, der kriegt zumindest uns. Nicht lebend. Den Tagesmodus. Tagesmodus? Ja, den Tagesmodus. Oh Scheiße, Leute, wir kommen außer Atem. Das Vieh scheint direkt hinter uns zu sein. Einfach nicht umdrehen. Und dieses statische Klirren da ignorieren. Eigentlich bin ich der Schreckhafteste von uns beiden. Glaube ich nicht. Ich werde mir noch die Augen irgendwann zuhalten. Das sage ich dir, irgendwann in der Aufnahme kommt das. Das kommt noch. Uns mal zum Fez umdrehen. Ah. Ich wette, der kommt irgendwann sowieso mal vor uns oder sowas gespawnt. Das wette ich. Das ist bei jedem Horrorgame so. Hoffen wir es mal nicht. Er hat aber wirklich die Qualitäten wie ein Enderman. Körper da ist schwarz und teleportiert sich. Ah, da war ein Schatten, glaube ich. Habt ihr das gesehen? So gerade ganz links am Rand. Schrei mich nicht an! Du sollst mich nicht anschreien! Wir sind genau dir in die Arme gelaufen. Jojo, du hast mir ins Ohr geschrien. Du hast mir mal die Scheiße Ohr geschrien. Ich hoffe, ihr habt euch auch erschreckt. Ich hoffe es. Oh. Ey, Leute.
Das habe ich für euch getan. Das habe ich wirklich verdammt nochmal für euch getan, Leute. Sanatorium ist out. Ah! Ah! Junge, mach das nicht nochmal. Ja, Mann. Alter. Ich muss noch nach Hause gehen. Oh. Ey, Alter. So. Meine erste Begegnung mit dem Vieh war so verfickt nochmal. Unbeschreiblich. Geschrieben wie so ein Mädchen. Ich ja. Ja, ich auch. Ah, scheiße, ey. Leute, ich hoffe, ihr habt auch geschrieben wie so ein Blöde, ey. So, und jetzt halt machen den Mund. Wer? Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Ja, ich muss kurz, aber auf jeden Fall bei Sanatorium wird das auch schlimm. Da kriegen wir nicht mit, wenn der uns sieht. Kommt kein Flackern. Wieso? Wir drehen uns einfach nur um und dann hat er uns. Nee, oder? Da hat er uns. Oh Mann, wieso? Junge! Beim zweiten Mal klappt's immer noch. Das ist das dritte Mal gewesen. Das war das zweite Mal. Ja, vorhin lassen wir jetzt euch reden, als ihr uns erwischt hat. Ja, stimmt. Okay. Ja, beim dritten Mal klappt's immer noch. Aber dafür sind Gebäude heller bei Sanatorium und jetzt reißt. Ja. Jetzt machen wir Schluss, meine, okay, meine Knie zittern. Okay, wir machen Schluss mit der Aufnahme, Leute. Bis zum nächsten Mal beim 2Gamers Channel von Christoph und Alex. Tschüss. Ciao. Ich hab Angst.